Hallo zusammen, wir sind Kerstin Und Andi. und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir unser Fahrzeug vor Diebstahl und Einbruch schützen möchten. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal von innen und einmal von außen. Und heute geht es ums Thema innen. Und da haben wir uns für solche Ketten entschieden. Es gibt die einen, die sagen, sie machen keine Fahrzeugsicherung, weder von innen noch von außen, weil bei einem Einbruch der Schaden am Fahrzeug enorm ist. Für mich und ich glaube auch für uns war es doch ein Thema, dass wir das Fahrzeug von innen sichern möchten, gerade auch, wenn wir nachts irgendwo stehen, parken und drin schlafen. Weil wir Und haben. wenn jemand sagt, er möchte das Fahrzeug nicht sichern, weil er Angst hat, dass was kaputt geht, wenn das Fahrzeug weg ist, dann ist es weg, dann ist egal. Also. Also ist jetzt unsere Meinung. Ich meine, das Fahrzeug ist Vollkaskoversichert. Klar, möchte keiner ein Fahrzeug, einen Schaden am Fahrzeug haben. Aber ich möchte einfach auch irgendwo beruhigt schlafen können. Ich meine, wir haben die beste Alarmanlage sowieso immer dabei. Das sind unsere zwei Die Hunde. Frau. Er hat mir wirklich im letzten Ostseeurlaub ein Schild mitgebracht. Vorsicht vor der Frau des Hauses. Der Hund ist harmlos. War aber kein Witz. Trotzdem möchten wir das Fahrzeug von innen ein bisschen sichern, dass wir einfach auch beruhigt schlafen können, dass wir nicht nachts irgendwie dann überrascht werden. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben uns dafür entschieden, einmal die Fahrertüren innen mit einer Kette zu sichern, sowohl auch die Schiebetür und hinten an der Hecktür kommt auch noch eine Sicherung dran. Und wir zeigen euch heute erstmal den Einbau der Ketten für die Fahrertür und für die Beifahrertür. Und alternativ schafft euch eine Alarmanlage an oder eine Frau. Spaß beim Einbau. So, und hier seht ihr für die Fahrer- und Beifahrerverriegelung die Ketten, die wir jetzt als erstes einbauen werden. In unserem Fall brauchen wir den 30er Torx, um die Schraube in der Türverkleidung zu lösen. Aufpassen, da ist rechts und links. Muss jetzt ein Klebepad draufgepappt werden. Zur Fixierung des Blechs kommt hier ein Klebepad noch mit drauf. Ziehen hier von dem Klebepad die Folie ab. Wir lösen jetzt diese 30er Torx von der Türverkleidung. Am leichtesten kommt er natürlich hin, wenn man alle Schrauben löst von dem Fach. Oder besser gesagt auch rausdreht, nicht nur löst. Das geht sogar. Hier ist dann das Blech. Aufpassen, das Klebebett pappt wie Sau. Gerade hier hinten dran und dann nur loslassen. Gut, da ist es. Jetzt. So, und dann wieder fixieren. Und jetzt alle Schrauben wieder vom Fach reindrehen. Da unten ist auch noch eine. So, nachdem das Blech jetzt dran ist, können wir die Kette einnehmen und müssen die Tür zumachen. Das sind die Ketten, die hier dabei sind, die wir auch gerade eingehängt hatten. Das scheint eine Einheitslänge zu sein. Ist aber nicht das Thema, weil das ist variabel kürzbar. Das ist das Kettenschloss.
dass man in das passende Kettenglied einhängen kann und wieder verriegeln kann. Und so kürzt man praktisch die Kette eben für das entsprechende Fahrzeug, damit die Tür nicht aufgeht. Und jetzt wird der Kettenschutz praktisch oder ja, der Schutz auch fürs Fahrzeug wieder drüber gefummelt. Wenn es geht. Und so sieht es dann gekürzt aus oder passend für unser Fahrzeug. Hier seht ihr jetzt das Blech, das wir vorhin eingebaut haben. Hier ist der große Karabiner, den hängen wir jetzt hier ein. Dann die Türe zu. Moment. So. Und jetzt wird dieses Blech hier beim Gurt eingehängt. Das war's. Öffne mal die Tür, wie weit sie noch aufgeht. Gar nicht mehr. Mehr geht nicht, da kommt man nicht mal mehr mit der Hand rein. Keine Chance. So, und wenn jetzt jemand von außen kommt und möchte das Fahrzeug öffnen, zum Beispiel, weil er die Zentralverriegelung entriegelt hat, geht das Fahrzeug nicht weiter mehr als nur so auf. Also der Spalt ist auch so gering, dass man hier auf keinen Fall dazwischen kommen könnte, um das Schloss zu entfernen. Also Tür ist in dem Fall gesichert und das Gleiche wird auch auf der Fahrertür verbaut. Also wie ihr gesehen habt zum Thema Fahrer- und Beifahrertür, das ist kein Hexenwerk. Man braucht bloß einen Schraubenzieher und einen Torx mit einer 30er Größe. Also jetzt in unserem Fall, das kann natürlich bei einem Citroën oder bei einem Peugeot oder Mercedes vielleicht auch. Und man braucht jetzt kein Handwerkerkönig zu sein. Also das sind ein paar Schrauben zu lösen, die Verkleidung wegzuziehen und das Blech drunter zu schrauben. Und dann ist das eigentlich schon erledigt. Genau, die Kette dann noch auf die richtige Länge kürzen und einhaken und zack ist das Ding von innen gesichert. Dann ist der Fisch geputzt. Mahlzeit. Wir fühlen uns dadurch einfach sicherer. Ich denke mal, zum Thema Sicherheit wird sich jeder so seine eigenen Gedanken machen. Und ja, wir haben uns jetzt für die Ketten entschieden. Es gibt uns, denke ich mal, ein ganz gutes Gefühl nachts. Das hat einfach plötzlich unbemerkt. Also unbemerkt wird bei uns sowieso keiner im Auto stehen. Ich meine, wenn sich da jemand am Fahrzeug zu schaffen macht, also wer unsere zwei Wachhunde, na, die würden da schon ordentlich Alarm machen. Also man sagt ja auch im Camperbereich, die beste Alarmanlage, der beste Schutz ist ja ein Hund oder eine Frau im Auto. ja, also das war jetzt unsere Gedanken. Genau. Genau. Unsere Gedanken eben zum Thema Sicherheit und Schutz von ihm. Im nächsten Video seht ihr. Da werden wir die Kette an der Schiebetür verbauen. Und die Hecktürsicherung mit dem Splint, die genau. Von innen angebracht wird. Genau. Nur jetzt fängt es das Regnen an. Das machen wir heute nicht mehr. Das wird heute nichts mehr. Genau. Dann, ja. Das war's. Sagen wir mal wieder. das war's. Ja, kurz und knackig. Würden uns mega wieder über einen Daumen hoch freuen, wenn ihr uns weiter folgen möchtet mit dem Abo. Aber nicht die Glocke vergessen. Aber nicht die Glocke vergessen, genau. Und dann sagen wir bis bald. Ciao. Hör mal. Welche mir? Ready when you are. Okay. Hallo zusammen. Warte mal. Jetzt habe ich mich verschluckt. Mir hängt die Schokoladenräume heute.